Es steht, ist dasselbe Wort, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich bekommen hat. Und es ist, Koran ist der einzige Buch, die das behauptet, dass dieses Buch wird bewahrt und es wird keine Änderung geben. Und sowas Behauptung gibt es nicht in Tora oder Bibel, nur Koran behauptet. Und als der Koran offenbart wurde, also begann die Offenbarungen, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Jünger oder die Anhänger gesagt, also diese Worte zu schreiben, diese Versen zu schreiben. Das wurde gleichzeitig niedergeschrieben in seiner Zeit. Zweitens, es steht, es ist auch Pflicht für jeden Muslim, während Namaz, also das Gebet, rituelle Gebet, fünfmal jeden Tag, ein Teil des Heiligen Buchs zu lesen. Deshalb lernt jeder Muslim einen Teil des Korans auch auswendig. Dann, deswegen gibt es auch viele Muslime, die nicht nur ein paar Versen auswendig gelernt haben, sondern das ganze Buch. Und diese Personen sind Hafiz genannt oder Hafiz genannt. Ich will zitieren, dass dieses Buch ist dasselbe Buch, was an Mohammed sallallahu alaihi wasallam geoffenbart wurde. Sir William Muir, ein Orientalist und der viel über Islam, über Koran, über Mohammed sallallahu alaihi wasallam geschrieben hat. Er hat geschrieben in seinem Buch, das steht auf Englisch: We may upon the strongest presumption affirm that every verse in the Quran is genuine and unaltered composition of Muhammad himself. Muhammad means Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also es gab keine Änderung, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Welt gab. Und ferner steht auch in seinem Buch The Life of Muhammad, and that there is otherwise every security internal and external that we possess a text the same as that Muhammad himself sallallahu alaihi wasallam gave forth and used. These two out of many, diese zwei Zitate aus mehreren Zitaten beweisen nicht nur die Muslime glauben, sondern auch die Leute, die über Koranforschung gemacht haben, glauben, das ist dasselbe Offenbarung, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah bekommen hat. Herr Hübsch, ich lese mal einen Vers aus dem Koran vor. Wenn du jene siehst, die über unsere Zeichen töricht reden, dann wende dich ab von ihnen, bis sie ein anderes Gespräch führen. Und sollte dich Satan dies vergessen lassen, dann sitze nicht nach dem Wiedererinnern mit dem Volk der Ungerechten, denn Rechtschaffenen obliegt nicht die Verantwortung für jene, sondern nur das Ermahnen, auf dass sie gottesfürchtig werden. Also gemäß diesem Vers verbietet es der Heilige Koran, einem Muslim gewalttätig zu werden, wenn er sieht, dass jemand Blasphemie betreibt. Wieso sehen wir trotzdem in vielen sogenannten islamischen Ländern, dass Menschen zur Gewalt zurückgreifen, wenn es um solche Sachen geht? Wenn Menschen innen mit ihren Problemen nicht fertig werden und auf ihrer Reise zu Glück und Seligkeit nicht vorwärts kommen, dann ist es eine psychologische Reaktion, dass sie nach außen gehen. Dass sie anstelle ihre Probleme Gott vorzutragen und Sabr, Geduld zu bewahren, aggressiv werden. Also die Aggressionsforschung zeigt, dass Menschen, die aggressiv werden, meistens innere Probleme haben, die sie nicht bewältigen können und dass sie dann explodieren. Und so ist eben auch in der islamischen Welt, dass
die Leute zum Teil vor unlösbaren, scheinbar unlösbaren Problemen stehen, aber eben nicht ihre Zuflucht bei Allah suchen, sondern explodieren. Und gewisse politisch motivierte, aber auch religiös motivierte Kräfte nutzen das aus, um die Leute für ihren Wagen zu spannen und die Leute zu reizen und aufzureizen. Und das heißt dann, wir verteidigen die Ehre des Islams, die Ehre des Heiligen Propheten des Islam. Und dann gehen diese Leute bis hin, dass sie sich dann auf Demonstrationen gewalttätig benehmen und dann auch entsprechend leiden. Also das ist an sich eine psychologische Sache und hat mit Religion nichts zu tun. Also das Religiöse ist höchstens, dass sie eben tatsächlich eine Liebe zum Islam empfinden, zum Heiligen Propheten des Islam, aber eben nicht richtig. Das ist nicht richtig kanalisiert, das ist falsch in der Reaktion, in der Art und Weise, wie sie sich dann verhalten. Wir hören uns jetzt ein Interview von einer Journalistin in den USA an. I think that this event has certainly gotten a lot more attention in the media and just in the country in general because of sort of the climate that the United States is experiencing right now. There seems to have been a lot more interest and a little bit of controversy surrounding Islam and Muslims in America. And so this pastor who's planning this international Burn a Quran Day maybe a year ago would not have gotten the same kind of attention that he's getting right now. Some communities, for example, the Ahmadiyya Muslim community in the United States is celebrating Eid al-Fitr on Friday, September 10th. And, and some, I think, are doing it on September 11th. So that definitely... But either way, the close proximity of the dates has definitely, gotten people thinking, I think. But also some of it is, manufactured. I mean, we're also in kind of this political season. There's an election coming up. So I think a lot of people are trying to also score some points and stir up some of this controversy. And because there have been other controversies, like the community center that is being planned and discussed in Lower Manhattan, that's kind of brought a lot of attention to this issue as well. Imam Basit Tariqsab, können Sie mich hören? Eine Frage an Sie. Der Pastor Terry Jones sagte, ich zitiere, das Ziel dieses und anderer Proteste ist es, den Muslimen die Gelegenheit zu geben, zu konvertieren. Ist eine solche Hoffnung realistisch? Überhaupt nicht. Mit seinem Tat, was er getan hat und wie mit seinen Absichten, er kann die Muslime abschrecken, sondern diese Freundschaften und etwas Verständnis, was zwischen Muslimen und Christen gibt, seine diese Aktion, Koran zu verbrennen, kann diese Verständnis und Beziehungen zwischen Muslimen und Christen sehr viel schaden und kaputt machen. Und da entfernen sich beide Muslime, aber das wird in Tatsache nicht geschehen, weil es gibt die Christen, die nicht einverstanden sind mit dem Pastor und die denken, dass Koran ist ein heiliges Buch und viele Christen haben Respekt und Achtung für den heiligen Koran und weil die finden die viele gute Weisheiten in dem Koran, obwohl sie das nicht als Gotteswort glauben, aber die denken, dass weil das ist die Gotteswort, ein Volk, die sich Muslime nennen, deswegen sie haben Respekt und Achtung. Ich habe hier in Berlin viele Religionsgelehrten gesprochen und über das Thema und die sind alle sagen, nein, das ist überhaupt kein Sinn, was der Pastor macht, ob er überhaupt geistig in Ordnung ist, der sowas macht. Nein, damit kann man gar nicht erreichen. Also das ist überhaupt kommt nicht in die Frage, dass diese Koranverbrennung kann dieser Pastor denkt, dass er kann die Muslime zum Christentum konvertieren. Das kann nie passieren. Das kann nie stattfinden. Vielen Dank.